Nationalpark Hohe Tauern, da entdeckst du natürlich auch Tiere. So wie zum Beispiel die typischen Alpentiere, zum Beispiel Murmeltier. Da müsst ihr ganz schön aufpassen, denn die haben immer Hunger. Dann könnt ihr die füttern. Bei Kindern besonders beliebt. Oder du findest mal einen Steinbock oder auch mehrere Steinböcke. Oder vielleicht auch die kleinen süßen Tierchen, und zwar die Gänse. Die sehen immer super freundlich aus. Ja. Oder du bist ein Vogelfan? Dann schau mal nach oben. Vielleicht entdeckst du einen Steinadler, einen Gänsegeier oder einen Bartgeier vielleicht. Ich wünsche dir viel Spaß. Haben wir das schöne Video vom Nationalpark Hohe Tauern entdeckt und wo man schlafen kann? Das verrate ich euch vielleicht jetzt. Und zwar geht es jetzt vom Nationalpark Hohe Tauern nach Mittersiel. Jetzt sind wir in Mittersiel angekommen. Jetzt helfe ich euch bei der Orientierung. Hier geht's nach Kitzbühel. Und hier entlang geht es nach Gerloss. In diese Richtung geht es zum Felbertauerntunnel. Und in diese Richtung geht es nach Zell am See. So, nun befinden wir uns natürlich in Mittersiel und jetzt befinden wir uns, ja, im Hotel Breurup. Ihr habt richtig gelesen. Hotel Breurup hat eine hoteleigene Brauerei, so wie der Name ja auch schon verrät. Und Hotel Breurup gibt es schon seit 200 Jahren, also Familienzusammenhalt wird dort auf jeden Fall deutlich groß geschrieben. So, es war einmal im Jahr 2019, wisst ihr noch? Das war noch alles vor der Corona-Pandemie. Man glaubt kaum, dass es echt so lange dauert. Naja, das ist schon ein anderes Thema. Breurup hat im Jahr 2019 alle Zimmer modernisiert, sogar die Suiten. Wellnessbereich wurde erweitert, es gibt jetzt einen Fitnessbereich und ein Kinderspielzimmer. Willst du mit deinem Partner, mit deinen Freunden oder mit deiner Familie gemütlich sitzen? Und da hast du viele Möglichkeiten. Also Breurup hat ein Restaurant, Gewölbestuben, ein Pub oder einen Biergarten. Da sage ich einfach mal Prost! So, liebe Leute, ich habe mein Bier ausgetrunken und da wir schon beim Thema Bier sind, also ich meine, der Name Hotel Breurup, das verrät dir doch etwas, oder? Ja, und zwar hat das Hotel eine hoteleigene Brauerei. Da kannst du zum Beispiel Führungen unternehmen, kannst dir das anschauen, wie das Bier hergestellt wird, oder du kannst einfach mal die verschiedenen Biersorten mal testen. Da sage ich nochmal, Prost! Für die Frauen, wenn die Männer, währenddessen die Männer halt einfach mal in der Bierverkostung sind, so typisch Männer halt eben, Hauptsache Alkohol fließt. Naja, und für die Frauen gibt es auf jeden Fall vielleicht mal einen Beauty-Tag. Kosmetik ist im Hotel mit drin und auch im Friseursalon. Vielleicht willst du ja doch mal eine kurze Frisur mal ausprobieren oder einfach mal die Hochsteckfrisur mal nach oben. Solange die Männer unterwegs sind, könnt ihr euch von einen schönen Tag machen. Petri, heil! Ich hoffe, ihr habt mehr Glück beim Angeln. Also bei mir wird's nicht. Eigentlich sagt man ja, echte Frauen angeln sich selber das Essen, aber wie man sieht, wird's irgendwie nicht. Und damit kriege ich einfach meine Familie nicht satt. Ich glaube, ich kann den Fisch gleich wieder reinwerfen. Das bringt hier einfach nichts. Ich bin so frustrierend, ist das. Hier auch Häuser,
schlechtes Wetter. Die gucken die Leute zu beim Angeln, Kinder, und dann sind die Fische komplett weg, wenn hier schreiende Kinder hier rumlaufen. Also irgendwie will es einfach nicht. Wäre ich bloß zum Hotel Breurup gefahren. Das ist nämlich ein Spezialist für Fischen, fürs Angeln, fürs Fliegenfischen. Und mein 0815 Bier, das schmeckt vom Supermarkt einfach überhaupt nicht. Und das ist ja beim Angeln auch wichtig. Hauptsache, du hast noch was mit dabei. Ja. Und beim Breurup, hoteleigene Brauerei. Da muss man hin. Deine All-In-Card für deinen Sommerurlaub. Ganze 60 Attraktionen und ganz viele Ermäßigungen warten auf dich. Du willst mehr Informationen? Dann klicke hier. Nationalpark Sommercard. Die All-Inclusive-Card für Ihren Urlaub in der Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern im Salzburger Land. War doch der Oberhammer. Findet ihr nicht auch? Wenn ja, einfach fleißig auf Gefällt mir klicken und abonnieren nicht vergessen. So, bevor wir weiter neidisch das Video weiter anschauen, fahren wir doch lieber dahin. Deswegen, Servus, bis zum nächsten Mal.